in der Vorrunde jetzt und haben keins bekommen. Und glaube ich, haben unser Ziel erreicht, Gruppensieger zu werden. Und deswegen, was wichtig ist, zu sehen, dass wir gegen so eine Mannschaft wie Nordirland, die unglaublich verteidigt hat, uns so viele Chancen auszuspielen. Ich glaube nicht, dass heute irgendwie fahrlässig mit den Chancen umgegangen wurde, weil der Torwart hat einfach fantastisch gehalten. Also es war jetzt nicht so, dass wir neben das Tor geschossen haben, sondern er hat gut gehalten. Deswegen, er hat das Spiel seines Lebens gemacht, ist happy. Wir sind happy, weil wir Erster sind. Dementsprechend sind wir froh. Also alle können auch Fußball spielen. Und man tut, finde ich auch, es ist nicht fair, wenn man dann immer davon redet, dass Nordirland und Wales ist weiter jetzt als Gruppensieger. Also man muss das auch ein bisschen relativieren immer. Und das sind keine Mannschaften mehr, wo ein Zahnarzt und ein Feuerwehrmann spielen, sondern das sind alles Profis, die in England in der Premier League auch spielen. Und das ist eine starke Mannschaft. Dazu noch einen wahnsinnigen Charakter hat und dementsprechend war es schwer. Wir haben uns die Chancen rausgespielt, haben sie dann aber am Ende nicht gemacht und hätten viel höher gewinnen können, keine Frage, dann wären wir jetzt noch glücklicher. Aber wir sind happy, wir sind Erster in der Gruppe und ist noch nie ein Europameister geworden nach der Vorrunde. Also wir sind voll im Soll jetzt und haben uns die Tore vielleicht auch für die K.O.-Phase aufgehoben.